Diesel, Diesel und nochmal Diesel. Willkommen auf der Baureihe 218 und heute dürfen wir mit dir einen Güterzug von Lübeck nach Kiel befördern. 44 752 an die Fahrdienstleitung, bitte kommen. Die Fahrdienstleitung hört. Mein Zug ist abfahrbereit. Gut, also pass auf. Eigentlich wird kein Güterverkehr über die Strecke geleitet. Aber aus irgendwelchen Gründen, die auch mir nicht genannt wurden, muss der 44752 von hier nach Kiel. Und diese Fahrt wirst du durchführen. Da wir aber keine Zeit haben, schicke ich dich vor der Regionalbahn 21670 raus. Wir riskieren damit zwar Verspätung, aber anders geht es nicht. Deshalb wäre es wichtig, dass du unterwegs nicht unnötig Zeit verlierst. Wenn mich nicht alles täuscht, hast du unterwegs 4 Zugkreuzungen. Der Wetterbericht hatte wieder mal recht. Es schneit und es soll noch einiges runterkommen. Gute Fahrt. Na gut, dann gucken wir mal, wie wir durchkommen. Ja, dann müssen wir wirklich mal schauen, wie wir durchkommen. Und gerade mit einem Zuggewicht von bis zu 1300 Tonnen wird das nicht ganz so einfach werden. Aus diesem Grund sind wir auch heute in der mittleren Zugart der PZB unterwegs und haben eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Diese 100 Kilometer pro Stunde ermöglichen uns auch ein problemloses Umschalten der Getriebesteuerung auf den sogenannten Langsamgang. Denn im Langsamgang haben wir mit der Lokomotive maximal die Möglichkeit, 100 km pro Stunde zu fahren. Aber als Vorteil haben wir auch eine höhere Anfahrtszugkraft und ja, Dauerleistung der Lokomotive. Beziehungsweise Dauerleistung ist jetzt so salopp gesagt. Die Lokomotive bekommt natürlich nicht mehr Leistung, aber sie kann die Kräfte besser auf die Schiene übertragen. Die PZB ist in der Stellung M beziehungsweise im Modus 70. Der Fahrtrichtungswender geht an der Stelle auch in die Vorwärtsstellung. Die Bremsart ist auf P eingestellt und damit völlig ausreichend für unseren Güterzug. Und ja, dann können wir uns eigentlich an der Stelle auch schon auf die Socken machen. Wir schalten noch die Beleuchtung hier im Führerstand ein. Der Fahrplan hier ist auch schon eingeschaltet, wenn auch für die Strecke Nürnberg-Regensburg. Aber als Platzhalter dient uns dieser Fahrplan heute relativ gut. So, der Scheibenwischer wird eingeschaltet, denn wie schon gerade erwähnt, es schneit und damit wir hier nicht verschwommen sehen, sollten wir den ruhig während der Fahrt aktiviert lassen. Der Zug besteht aus Herr Billens Schiebewandwagen, ist wie gesagt für bis zu 100 km pro Stunde zugelassen, ist relativ lang, hat ein naja, durchaus hohes Zuggewicht und lässt sich sicherlich auch etwas schwieriger von Ort und Stelle bewegen. Aus diesem Grund schalten wir zuerst die Leistung ein, genau, und dann kann es für uns losgehen. Ja, PZB ist an, Spitzenlichter leuchten, los geht's. So, Leistung hochdrehen und im Notfall, wenn wir wirklich nicht von Ort und Stelle kommen sollten, was ich jetzt eigentlich bei der 218er nicht denke, tun wir noch ein bisschen Sand auf die Schienen streuen. Da gehen wir ruhig ein paar Stufen höher. Die 218 hat ja wirklich Power. Das muss man ihr lassen. Und gerade im Langsamgang oder Gütergang klappt es auch ohne Probleme. Genau. Da schuftet sie. Nächstes Signalbild wird wahrscheinlich HP0 sein. Halt erwarten hier an dieser Stelle. PZB wachsam, 1000 Hertz Leuchtmelder bei der PZB leuchtet auf. Und dann geht's mit bis zu, naja, ich würde mal sagen, 40 km pro Stunde auf das nächste Hauptsignal zu. Wir werden an dieser Stelle die 40 km pro Stunde nicht ausfahren. Hintergrund ist der, dass wir hier ja, jederzeit irgendein Gleissperrsignal in den Weg gestellt bekommen können oder aber auch ein anderes HP0 zeigendes Signal. So, aktuell haben wir die volle Leistung der Lokomotive aufgeschalten und mit dieser geht es dann Richtung Lübeck Hauptbahnhof. Ich denke mal spätestens am Bahnsteigende
des Lübecker Bahnhofs wird das erste Hauptsignal auftauchen. Wenn nicht sogar schon noch eher. So, wir nehmen bereits hier schon die Leistung wieder raus. Denn ich weiß nicht, was hier hinten hinter den Trax-Lokomotiven kommt. Das scheinen zwei Maschinen der Baureihe 185 zu sein. Und gerade hier mit den Büschen, die einige Sachen verdecken, wie auch das Gleissperrsignal hier, ja, da kann es mal ganz tricky werden. Und ich möchte möglichst eine Signalverfehlung vermeiden. Davon gibt es jährlich in Deutschland schon genug. Über 500 müssten es im letzten Jahr gewesen sein. Und da vorne kommt es schon. Halt. Wunderbar. Die Weiterfahrt wird uns erlaubt. Welch ein Glück. Okay. Dennoch müssen wir davon ausgehen, dass am nächsten Hauptsignal immer noch Halt angezeigt werden kann. Und aus diesem Grund fahren wir weiterhin mit relativ niedriger Geschwindigkeit fort. Ich denke mal, spätestens nach Verlassen des Lübecker Hauptbahnhofs werden wir dann auf Streckengeschwindigkeit beschleunigen können. Und das Geschwindigkeitsprofil voll ausnutzen. Das Schöne bei der 218er ist auch, wir haben an der Seite hier diese Lüftergitter. Und je nachdem, wenn halt der Lüfter bzw. die Kühlaggregate anspringen, dann öffnen sich diese Lüftungsschlitze von selbst. Ebenso wie die Lüftungsschlitze, welche sich oben auf dem Dach befinden. So, aber weiterhin Blick nach vorne richten. Dort vorne leuchtet nämlich schon wieder etwas rot. Aber das sind scheinbar nicht unsere Signale. Wenn wir Glück haben, geht's für uns durch den Lübecker Hauptbahnhof ohne Halt durch. Ja, das heutige Szenario stammt von 3D-Zug aus dem Pack für die Strecke Kiel-Lübeck. Unsere Fahrt hat heute im Lübecker Güterbahnhof begonnen, führt uns Richtung Kiel. Ja, und sicherlich wird dann ein Zug oder ein Kollege den Zug weiterhin übernehmen Richtung, naja, ich schätze mal. Flensburg vielleicht. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Okay, hier vorne ist grün. Dann was gibt es da oben noch im Norden? Also Richtung Dänemark kann es natürlich weitergehen. Es besteht die Möglichkeit nach Neumünster müsste auch dort oben sein, in der Ecke. Dann Rendsburg mit der bekannten Hochbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal. Oder natürlich Kiel selbst als Ziel. Das ist auch noch möglich. So, dann können wir an der Stelle wirklich die 60 ausfahren. Die PZB hat sich auch beruhigt. Der Einführungsmodus hat sich von selbst aufgehoben. Auch mit der Motordrehzahl können wir problemlos über die 1500 Umdrehungen pro Minute drüber gehen. Das Maximum wird hier von der Lokomotive im Simulator nicht erreicht. 120 darf gefahren werden, wunderbar. Völlig ausreichend für die Höchstgeschwindigkeit unseres Zuges. Da wird Gravita da drüben nochmal im Werk. Ich glaube auch Eckernförde würde dann nördlich von Kiel kommen. Das wären alles so Orte, wo unsere aktuellen Güter hingelangen könnten. Was mir besonders gut bei dem Szenario hier gefällt, ist die Vielfalt in der Vegetation. Dass wir hier drüben wirklich sämtliche bunte Büsche haben. Das Ganze soll hier ein spätherbstliches Szenario simulieren mit ja schon teilweise Schneefall. Sieht richtig cool aus. Die Lokomotive hat einen genialen Sound. Macht auch richtig Spaß zu fahren.
sind auch wieder einige Updates für die Lokomotivbaureihe 218 von Virtual Railroads rausgekommen, welche auch aus meiner Sicht irgendwo das Fahren, ja, ein ganzes Stückchen verschönert haben. Zu Anfang hatte ich nämlich ziemliche Probleme, was das Fahren mit der Lokomotive angeht in Bezug auf die Bremse. Die hat aus meiner Sicht am Anfang nicht so, nicht so funktioniert wie erwartet. Sie hat funktioniert, ja, das kann man nicht bestreiten, aber ich habe so das Gefühl, dass die Bremseigenschaften von der Lokomotive nochmal kräftig verbessert wurden. Und das gefällt mir persönlich sehr, weil es ist immer schön zu sehen, dass eben an Add-ons auch im Nachhinein noch so ein bisschen rumgeschliffen wird und ja, die letzten Feinheiten aus den Modellen herausgeholt werden. So, die Leistung ist voll aufgeschalten. Mehr haben wir leider nicht zur Verfügung. Jedenfalls nicht bei der normalen 218er Reihe. Mehr geht nicht, mehr gibt's nicht. Bessere Chancen hätten wir nur dann wahrscheinlich, wenn wir die Lokomotive der Baureihe 218 hier in Doppeltraktion einsetzen würden oder wir zu ihrem großen Bruder greifen würden, der sogenannten Baureihe V320. Die V320 ist ein wirkliches Monster auf Schienen, wiegt extrem viel, hat dafür aber auch extrem viel Leistung, nämlich stecken in dieser Maschine zwei Motoren drin. Das ist quasi von, ich glaube, Henschel hat die Lokomotiven gebaut und auch die V320. Wir müssten es auch an der Seite der Lokomotive irgendwo nochmal finden. Jedenfalls wurden in die V320 zwei Motoren eingesetzt und damit verfügt die Lokomotive über die doppelte Leistung. Ich sehe es jetzt nicht mehr explizit draußen dran stehen, vielleicht steht es auch hier im Führerstand irgendwo nochmal. Der Zugfunk befindet sich übrigens hier oben. Auch wenn wir jetzt nicht im Dienste von DB Regio unterwegs sind, sondern von DB Cargo. Ja, ich sehe jetzt hier da keine Anschrift. Ich glaube, bei einigen Lokomotiven steht es auch hier nochmal mit drauf. Da müsste es hier eingeprägt sein in das Metall oder aber auch hier am Zugkraftsteller oder Fahrschalter. Ja, da standen gerade zwei Gleisarbeiter. Und da ich nicht gesehen habe, dass einer von den beiden den Arm gehoben hat, zur Signalisierung, dass sie den Zug gesehen haben, habe ich lieber nochmal auf die Hupe gedrückt. Ein wirklich schöner, großer Bahnübergang. Überspannt hier vier Gleise. Und dort vorne blinkt's. KS1 in Kombination mit ZS3V. Eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km pro Stunde am nächsten Hauptsignal erwarten. PZB wachsam. Und dann runterbremsen. Auch hier vorne wieder die Gleisarbeiter. Zwischensignal auch nochmal bestätigen. Schon alleine wegen dem ZS3V. Okay, die Bremsung scheint mehr oder weniger problemlos vonstatten gegangen zu sein. An der Stelle schnappen wir uns mal ganz kurz noch die E-Bremse. Mit der würde ich dann ganz gerne auf die 40 noch runterbremsen, dass wir auch wirklich die Zielgeschwindigkeit erreichen. Oder in dem Fall ist es halt sicherlich eine Motorbremse. Die Umdrehungszahl des Motors geht dann wieder runter. So, die 40 leuchtet dort oben am Signal. Wunderbar. Und ja, der Kollege hier kann irgendwie fliegen. Das war wahrscheinlich so gedacht, dass der eben am Signal steht. Was aber sicherlich hier durch das Update ein bisschen, ja, sich verschoben hat. Und deswegen eben die Person in der Luft fliegt. Normalerweise stände die Person dann eben direkt auf dem Signal oben drauf, was ich ziemlich cool finde, weil solche Arbeiten finden ja tatsächlich manchmal an der Strecke statt.
Und dann muss man halt eben auch auf solche Sachen gefasst sein. So, an der Stelle ist die Frage, ob es hier für uns ins Gegengleis reingeht oder ob die Strecke hier tatsächlich abzweigt. Weil es ist gut möglich, dass die Strecke hier dann eingleisig verläuft. Und ja, das ist auch der Fall. Es geht hier nicht ins Gegengleis, es geht auf einen anderen Streckenzweig. Ja, und so ein bisschen sieht das hier auch aus wie in Thomas die kleine Lokomotive aus dem verwunschenen Wald. Denn da ist es ähnlich dunkel gewesen in dem Film. Und ja, das sind Kindheitserfahrungen. Normalerweise wird das Szenario hier auch mit der Lokomotivbaureihe 218 aus dem Virtual Railroads Nahverkehrspark gefahren. Denn dort kommt die Lokomotive der Baureihe 218, Lok Nummer 201, zum Einsatz. Da die Lokomotiven sich aber nicht großartig unterscheiden und ich hier ja, die entsprechende Lokomotive leider nicht besitze, habe ich mich für die 218 aus dem normalen verkehrsroten Lokomotivpack entschieden und habe die an der Stelle einfach ausgetauscht. Am besten halt, wenn du das Szenario fahren möchtest, bei 3D-Zug auf der Webseite vorbeischauen und dort die entsprechenden Systemanforderungen und Softwareanforderungen durchgehen. Und wenn du das alles eingehalten hast, dann läuft das auch ohne Probleme. Volle Leistung hier wieder aufschalten. Und dann geht's weiter Richtung Kiel. Sowohl Kiel als auch Lübeck sind beides Städte, die nahe der Ostsee liegen. Wobei man sogar sagen muss, dass Nord- und Ostsee bei der Stadt Kiel nicht wirklich so weit voneinander entfernt sind. Klar, die Distanz zur Ostsee ist um ein wesentliches geringer als zur Nordsee, aber das nimmt sich, wenn man es auf der Landkarte von etwas weiter weg betrachtet, nicht mehr wirklich viel. Denn auf der, ich sag mal, geografischen, in Anführungszeichen, Höhe in Bezug auf Süden, in Bezug auf Norden, ist halt der Abstand zwischen Nord- und Ostsee im Bereich Kiel relativ klein. Das Ganze verjüngt sich ja immer mehr nach oben Richtung Dänemark und ich weiß, es gibt kein Oben und Unten auf einer Landkarte, aber für die allgemeine Verständnis ist es immer noch relativ förderlich, das Ganze so zu bezeichnen. Weil auch Norden und Süden ist immer vom Standpunkt aus abhängig. Wenn wir uns nämlich genau am Nordpol befinden, ist so ziemlich jeder Punkt auf dieser Landkarte südlich. Und ja, spätestens seit der Geografiearbeit, in der ich hingeschrieben habe, bei der Frage, wo liegt Berlin, und meine Antwort war nördlich vom Südpol, ja, seitdem habe ich mir das relativ gut eingeprägt. Und ja, die Lehrerin hat es tatsächlich damals als richtig angezeigt. Oder als richtig markiert. Das war cool, weiß ich noch. So. Hier soll es aber nicht um die geografischen Geschichten aus meinem ehemaligen Schulunterricht gehen. Nein, wir haben uns der Eisenbahntechnik zuzuwenden. Bei der 218er Serie haben wir wohl das neueste Pferdchen aus der V160er Serie. Es gibt in dieser Serie auch schon die Lokomotiven der Baureihe 215, 216, 217 und ja, ich sag mal, last but not least, die 218er. Es gibt auch noch eine, etwas außergewöhnlichere Reihe, auf welche ich jetzt hier im Video nicht eingehen möchte. Zählt auch mit in die V160-Serie rein, aber möchte ich an der Stelle, wie gesagt, nicht erwähnen. Ist ein relativ krasser Exot. Einen Exoten habe ich schon erwähnt, nämlich die Baureihe V320, welche als großer Bruder dieser Lokomotivserie bekannt ist. Die ersten Lokomotiven dieser Bauserie waren auch noch teilweise mit Dampfheizung ausgerüstet, sodass sie eben bei entsprechenden Personenwagen, die auch eben für eine Dampfheizung vorgesehen waren, die Wagen hinten mit Wärme versorgen konnten.
Wir haben auch bei den Lokomotiven der 218er Serie eine Wendezugsteuerung integriert, was es möglich macht, unter anderem auch Steuerwagen zu fahren oder aber auch die Lokomotiven im Sandwichbetrieb. Sehr oft anzutreffen ist die Baureihe 218 besonders im Fernverkehr gewesen, der auf nicht elektrifizierten Strecken abgehandelt wurde. Speziell würde mir ja als Einsatzgebiet das Allgäu einfallen oder aber auch ja, einige Strecken im Norden Deutschlands, wie das auch gerade hier der Fall ist. Jedoch nicht mit einem Güterzug, sondern hauptsächlich mit Personenzügen. Mittlerweile wird die 218er öfters angetroffen im Güterverkehr und eigentlich auch hauptsächlich, speziell bei Eisenbahnverkehrsunternehmen, die sich auf den Schienenbau fokussiert haben, ist die Lokomotive sehr, sehr oft anzutreffen, da die Lokomotive ein wirklicher Allrounder ist. So, Höchstgeschwindigkeit 60 hier. Bremse wird schon ausgelöst. Den Rest erledigt die Steigung. Ja, die Geschwindigkeitsabsenkung hat mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept rausgebracht. Ist aber auch gar nicht schlimm. Schließlich können wir einfach problemlos weiterfahren. So, die 60 dort oben steht. Dort vorne haben wir einen Dieseltriebwagen aus der Linz-Serie. Und zwar ist das die Baureihe, ich sag mal 648. Und eigentlich hätte uns jetzt hier nicht befreien sollen, aber okay. Genau, die 648 Richtung Lüneburg laut der Anzeige. Okay. Ja, normalerweise befreit man sich eben nicht, wenn zum Beispiel hier die 70 blinkt und damit halt eine Überwachung auf der Geschwindigkeit 70 festgesetzt wird, aber halt nur niedrigere Geschwindigkeiten zugelassen sind, dann, wie gesagt, macht man das in der Regel nicht. Aber man muss auch an der Stelle ganz deutlich erwähnen, was im Eisenbahnverkehr Vorschrift ist und was tatsächlich getan wird, da unterscheiden sich dann wirklich die Geister. Speziell aber bei Prüffahrten wird natürlich auch sowas geachtet. Wobei ich jetzt hier keinem Eisenbahnverkehrsunternehmen unterstellen möchte, dass da irgendwelche Regelungen umgangen werden. Weder der Deutschen Bahn noch irgendwelchen anderen privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen. So, die 60 galten für den anschließenden Weichenbereich. Da dieser mittlerweile verlassen wurde, können wir auf Streckenhöchstgeschwindigkeit beschleunigen. Und in diesem Fall wären das 120 km pro Stunde. Da der Zug aber auf 100 km pro Stunde begrenzt ist, beschleunigen wir auf diese Geschwindigkeit. Insofern wir diese überhaupt erreichen. Denn bisher hatten wir die noch nie in diesem Szenario auf dem Tacho. Aber wir haben ja glücklicherweise noch einige Kilometer vor uns. Genau, als nächstes geht es dann durch den Bahnhof Eutin. Danach folgt Plön. Dort war ich auch schon im Urlaub. Das ist richtig cool. Dort gibt es, ich glaube, die Plöner Seenplatte. Ich weiß jetzt aber nicht, ob die wirklich so heißt. Ist schon länger her. So, Preetz, der Ort selbst sagt mir nichts. Kiel, ja, auf jeden Fall. Ziel unseres Zuges. Und heute wird angehalten bei der Güterzugübergabe. Die Strecke, welche wir heute befahren, führt uns hauptsächlich durch bewaldete Gebiete. Wir werden auch einige Seen und Gewässer zu Gesicht bekommen. Was sehr, sehr schön gehalten wurde auf der Strecke, ist halt einfach die Vielfalt der Natur. Hin und wieder auch mal ein bisschen Feld. Aber das ist hier nicht so in der dominanten Rolle. Da nimmt wirklich Wald und die Mischung aus Seen die Hauptrolle ein.
Ganz deutlich jetzt hier auch zu sehen, an der Seite haben sich die Lüftungsschlitze geöffnet und auch oben auf dem Dach, wie bereits am Anfang angekündigt, die Kühlaggregate tun dann quasi diese Lüfterelemente hier auf offen stellen, in dem Moment, wo eben ja, mehr Kühlleistung benötigt wird. Das Ganze funktioniert vollautomatisch und der Triebfahrzeugführer muss an dieser Stelle nicht extra eingreifen. Da gibt es auch relativ lustige Geschichten von Lokführern, die dann zum Beispiel mit der 218er, 216er, 217er, 215er und so weiter halt die ganze Lokomotivfamilie durch. Wenn die irgendwelche Probleme hatten bei diesen Lüftungsschlitzen, dann wurde teilweise ja auch aufs Dach geklettert, oben dann irgendwas in diese Lüftungsschlitze reingesteckt, damit die halt wirklich offen bleiben, um dann zum Beispiel notdürftig die Lokomotive noch irgendwie ins BW reinzubekommen, ohne dass da größere, ja, ich sag mal, Zeitverluste entstehen. Das waren dann immer so Notlösungen, die sich die Lokomotive oder die Lokomotivführer dann da untereinander erzählt haben. Richtig coole Sachen, die da teilweise bei rumgekommen sind. Und als Notlösung, ja, muss das halt manchmal herhalten. Da wurde aufs Dach geklettert, oben was reingesteckt oder an den Seiten halt irgendwas reingefügt, damit sich die Lüftungsschlitze während der Fahrt nicht wieder von selbst schließen. Ja klar, wenn sie sich nicht öffnen, muss irgendwie dafür gesorgt werden, dass Frischluft an die Kühlelemente kommt und damit halt auch ja, die entsprechenden Elemente in der Lokomotive gekühlt werden können. Denn so eine Überhitzung würde zu einem definitiv größeren Schaden führen. Vielen Bahnübergänge hier auch auf der Strecke. Ja, hier hat man das Ganze noch nicht eliminiert. Wenn man sich hier gerade bei Neutrassierungen so ein bisschen umschaut, sieht man ja wirklich, dass vermehrt Bahnübergänge, egal in welcher Art und Weise auch immer, ausgespart werden. Das Ganze wird ersetzt durch Brückenbauwerke oder Überführungsbauwerke, um halt ja, das Unfallrisiko zu minimieren. Wobei ich nicht wirklich weiß, ob die Errichtung einer Brücke oder eines Überführungsbauwerks da in einem Kosten-Nutzen-Faktor steht. Aber ganz klar, Sicherheit geht vor. Und selbst wenn so ein Brückenbauwerk oder ein Überführungsbauwerk schon ein Menschenleben rettet, dann bin ich der Meinung, persönlich war es das wert. Denn auch solche Bahnübergänge oder so haben immer mal wieder eine Störung, dass sie sich zum Beispiel nicht schließen, die Schranken oder so. Da gibt es wirklich die krassesten Geschichten, muss man einfach so sagen. Und ja, Sicherheit geht halt einfach vor. Sicherheit geht auch vor Pünktlichkeit. Ein Spruch, der bei der Bahn immer wieder gepflegt wird. Hier sind nur 60 zugelassen gerade gewesen. Aber es stand keine Signalisierung dafür da. Deswegen bleiben wir bei voller Leistung. Die 120 sind auch gerade wieder zugelassen. Das hat mich jetzt auch von dem eigentlichen Thema wieder weggelockt. Das sind immer so bestimmte Momente oder Geschehnisse, die halt plötzlich auftauchen. Und das reißt dann jedes Mal den Handlungsrahmen auseinander. Aber okay. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, da merkt man auf jeden Fall, die DB versucht, die Sicherheit an oberste Stelle zu setzen. Deshalb wahrscheinlich hin und wieder mal eine Verspätung. Hin und wieder. Bei der Bahn in Deutschland, da kommt es einem ja immer wieder so vor, als wären das unverbindliche Abfahrtsempfehlungen mit Gleisvorschlag. Aber das ist an der Stelle wieder mal einfach in den Raum gestellt und keinem speziellen EVU zugeordnet. Streckenkilometer 9,8 und wir sind unterwegs in absteigender Kilometrierung. Bisher sind wir diese Strecke auch noch gar nicht als Personenzug gefahren, würde ich meinen. Die erste Tour auf der Strecke, dächte ich, haben wir mit der 218er auch unternommen. Und die nächste Fahrt müsste dann mit der Baureihe 266
respektive Class 66 oder 77 stattgefunden haben, als sogenannter Atommülltransport. Was ich persönlich richtig krass fand, weil mit so einem Castor-Zug unterwegs zu sein, hinten dran hat man noch eine Angstlokomotive, die 261 Volt Gravita war das, glaube ich. Kann auch sein, dass es die Volt Gravita 15 BB war und damit als, ich glaube, 265 eingereiht ist. Auf jeden Fall wurde die Lokomotive dann halt dazu genutzt, um entweder den Zug umzusetzen oder aber auch als sogenannte Angstlokomotive. Angstlokomotiven bezeichnen in dem Moment immer eine speziell mitgeführte Lokomotive, die eben beim Ausfall der eigentlichen Zuglokomotive einspringen kann. Und gerade bei so einem Castor-Transport ist es schon ganz von Vorteil, wenn man das Teil im Notfall irgendwie von Ort und Stelle wegbewegen kann. Aber auch gerade zur Unterstützung kann so eine zweite Lokomotive genutzt werden. So war es, glaube ich, auch in dem Szenario, was wir gemeinsam gefahren sind. Wenn du dich dafür interessierst, einfach mal bei YouTube Think New Fly New Baureihe 266 Castor Transport eingeben, dann solltest du auf jeden Fall fündig werden. Oder einfach, das ist wahrscheinlich der vereinfachte Weg, du gehst auf dem YouTube-Kanal Think New Fly New unter Playlists, wählst die Strecke Kiel-Lübeck an und dort findest du eine Übersicht über alle Videos, die auf dieser Strecke verfilmt wurden und dort natürlich auch das Video zum Castor-Transport. So, bald haben wir die 100 km pro Stunde erreicht. Langsam nähern wir uns unserer Zielgeschwindigkeit. Mal schauen, ob wir sie noch erreichen. Das würde mich jetzt noch interessieren, kann man den Leuchtmeldetest hier anwählen bei der PZB? Leider nicht. Ich muss auch sagen, mittlerweile habe ich mich mit der Baureihe 218 von Virtual Railroads richtig angefreundet. Es macht total viel Spaß mittlerweile hier zu fahren. Wobei, genau, da fällt mir noch ein, wir sind auch noch ein Szenario auf der Strecke gefahren, ebenfalls mit der 218er, und zwar der sogenannte Militärtransport für die Bundeswehr. Dort haben wir Leopardpanzer über die Strecke transportiert. Das war auch noch richtig cool. Könnte auch noch interessant sein für dich. Wie gesagt, bei Interesse einfach in die Playlist reinschauen, sollte ohne große Probleme zu finden sein. Die Lokomotive vom Ausgestaltungsgrad her ziemlich genial. Womit ich immer noch nicht so hundertprozentig konform bin, ist irgendwie die Kopfform von der Lokomotive. Ich weiß nicht. Irgendwie scheint die mir im Simulator so ein bisschen, ich würde sagen, außergewöhnlich. Die Lokomotive von der Ausgestaltung her von Virtual Railroads sagt mir mehr zu als die bisherigen Modelle, die im Train Simulator verfügbar sind. Aber die Kopfform, ich weiß nicht, die hat irgendwas bei mir. Da gehe ich nicht so ganz einher mit der Realität. Ich weiß nicht, was es ist. Sie soll angeblich wirklich hundertprozentig genau umgesetzt worden sein. Aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich da so den Teufel im Detail gesehen. So, ich wollte es gerade ansprechen. Die Kilometrierungszahlen neigen sich der Null zu und demnach kommt sicherlich auch eine Streckenverbindung und demnach auch ein Weichenbereich, der mit niedrigeren Geschwindigkeiten befahren werden muss. Auf 60 dürfen wir sogar runterbremsen. Okay. PZB wachsam. Zielgeschwindigkeit 60. Bei 70 wird die Bremse ausgelöst. Komischerweise hier jetzt auch gar keine Anzeigen für den Bremsdruck, der in der Hauptluftleitung verfügbar war. Oder den Bremszylindern.
keine Reaktion. Schade. Waren wir nicht hier drinnen mit dem... Ja, genau. Hier hinten war die Panzerverladung. Hier hat alles begonnen. Ich glaube, zu irgendeinem NATO-Manöver oder so ging es da. Oder Bundeswehreinsatz. Irgend sowas. So, diesmal befreien wir uns nicht. Wir merken uns, die 60 gelten als Geschwindigkeit und die 70 als Prüfgrenze. Bisschen Leistung brauchen wir auch wieder, damit der Zug hier bei Geschwindigkeit gehalten wird. Und wir sollten möglichst die 60 fahren, damit wir nachfolgende Züge nicht noch mehr ausbremsen. Diese Strecke hat halt wirklich den Nachteil, dass wir hier größtenteils nur auf eingleisigen Strecken unterwegs sind oder Bereichen unterwegs sind. Damit sind Zugüberholungen auf der freien Strecke, oder naja, auf der freien Strecke sind sie nicht ausgeschlossen, aber Zugüberholungen auf der Strecke ausgeschlossen und nur wirklich in Bahnhöfen möglich. Zugbegegnung im Bahnhof Eutin. Und der 648 setzt sich auch in Bewegung. Die Regionalbahn Richtung Lübeck Hauptbahnhof. Na, hier sind keine 40. Das war nicht angeschrieben. Nirgends. Ja, und komischerweise springt die Geschwindigkeit auch sofort wieder auf 70 hoch. Aber das liegt irgendwie an der Strecke. Man könnte glatt meinen, wir wären hier auf der Renngeraden unterwegs. Na, jetzt steht wieder 100 als Geschwindigkeit aufgeschrieben. Der Streckenkilometer vor uns oder der Streckenabschnitt sieht auch so aus, als würde er höhere Geschwindigkeiten dauerhaft zulassen. So, damit mir hier die Stimme nicht wegtrocknet, nehme ich mir ganz kurz einen Schluck Wasser zu mir. Ist ja auch in der echten Lokomotive keine Seltenheit. Da ist natürlich auch das Essen und Trinken während der Fahrt möglich. Immer natürlich in dem Rahmen, dass die betriebliche Sicherheit nicht gefährdet wird. Die 60 habe ich zufällig unten schon gesehen im Head-Up-Display. Und ganz wichtig, hier auch auf jeden Fall quittieren. 1000 Hertz leuchtet. Die Bremskurve läuft im Hintergrund von 120 auf 70 runter. Die Bremse direkt an der Stelle wieder ausgelöst und den Zug rollen gelassen. Echt geil, wie nah man hier ranzoomen kann auch. Die 70 darf ruhig vor sich hin blinken. Die 60er-Tafel erscheint. Auch schön klar und deutlich.
Ich muss sagen, diese Strecke hier nach dem Freeware-Update von DTG, oder diese Strecke von DTG nach dem Freeware-Update, finde ich richtig schön. Macht richtig Spaß, auf diese Strecke zu fahren. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich bin nicht einmal auf der normalen Version dieser Strecke gefahren. Also ich kann nicht sagen, wie es davor war oder wie sich das Ganze verändert hat. Ich bin lediglich hier in dieser Deluxe oder Advanced Version gefahren. Also ich kenne den Vergleich gar nicht zum Vorgängerprodukt. Ich muss auch sagen, ich habe mir mit der Vorstellung dieser Strecke relativ viel Zeit gelassen. Das hatte den Hintergrund, dass einige andere Szenarien zu dem Zeitpunkt meinen, ich sag mal, persönlichen Gusto eher gestillt haben. Und ich denke mal, damit sind wir auch in der Vergangenheit relativ gut gefahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ah, die Bahnhöfe sind hier voll. Rege Aktivitäten zwischen Kiel und Lübeck hier. So, wir möchten ganz kurz einen Moment nutzen und uns mal an den Bahnsteig stellen. Dazu müssen wir auch mal ganz kurz das Video pausieren, ja. Und dann lassen wir den Koloss an uns vorbeiziehen. Da seid ihr immer mit der Aufschrift, wir fahren für Volkswagen und Audi. Dann die Rallye-Wagen wieder. Transwaggon. Wobei das an der Stelle keinen geschlechtlichen Zustand bezeichnet, sondern einfach nur für Transport, respektive halt internationalen Verkehr stehen soll. Ich glaube, die Firma Transwaggon ist auch nicht aus Deutschland. Mal gucken, ob was an der Seite dran steht. Da steht sowas von DB dran. Beziehungsweise es kann auch einfach nur ein Markenname sein. Na gut. Wir drehen den Fahrschalter wieder auf Fahrstufe 15 hoch. Volle Leistung. Dieser Sound von der Lokomotive. Unverkennbar. Einzigartig. Der Detailgrad hier. Angedeutete Schrauben und Nieten. Und auch von Rail Cargo Austria hängen hinten noch die Habillens drin. Ja genau, es dürfen dann auch eigentlich alle Firmen gewesen sein, die hier irgendwie mit ihren Wagen vertreten sind. So einen großen Schiebewandwagen vom Typ Habillens habe ich übrigens auch für die Modellbahn. Genau in derselben Lackierung. Richtig schön. Richtig, richtig schön. Falls du dich auch gefragt hast, was dieses komische Dreieck hier vorne ist, das ist ganz einfach. Das ist einfach nur ein Auslass für die Heizung in der Lokomotive. Und wenn man das Ganze sich mal so ein bisschen seitlich anschaut, sieht man auch, da oben ist so ein Einlass quasi. Und das vermeintliche Dreieck verjüngt sich halt auch in der Breite oder in der Tiefe so ein Stückchen, so dass halt wirklich die Luft breit gefächert auf die Scheibe dann einprasseln kann. Das hat den Vorteil, dass im Winter, wenn die Scheiben gefroren sind, sich die Scheiben eben erhitzen und dadurch zum Beispiel Eis, was sich außen an der Außenseite befindet, abtaut oder halt locker wird und dann einfach mit dem Scheibenwischer beiseite geschoben werden kann. Und gleichzeitig dient es natürlich dazu, hier im Führerstand entsprechend für Wärme zu sorgen, so dass der Triebfahrzeugführer im Winter nicht frieren muss.
sollten auch mal noch so freundlich sein und den anderen Scheibenwischer einschalten. Insofern möglich. Genau. Die laufen zwar jetzt überhaupt nicht synchron, aber das müssen sie jetzt mal verkraften. Wobei wir ja eigentlich da drüben die Scheibe auch gar nicht so wirklich benötigen im Sinne der Aussicht. Na, da war es doch der Fahrschalter, den ich da gegriffen habe. Den wollte ich jetzt aber gar nicht. Genau, hört man richtig, wie es zisch macht. Ich denke, der Scheibenwischer wird noch in seine Ausgangsstellung zurückwandern, einmal auf die linke Seite. Und dann verbleibt er in der Stellung. Genau. Die Scheibenwischer werden nämlich hier für die linke Seite eingestellt und hier für die rechte Seite. Diese kleinen Potentiometer, weil sie sich daneben befinden, oder Drehknöpfe, sind dann dazu da, um die Geschwindigkeit der Wischer zu konfigurieren. Ich weiß, hier stehen Ampelanlagen an den Bahnübergängen, aber ich wollte trotzdem mal die Gelegenheit nutzen und das Horn der 218er bedienen. Cool. Hier oben mit solchen Schrägdachfenstern. Die sehen immer richtig cool aus. Vor allen Dingen bei Gebäuden, wenn da jetzt nicht nochmal speziell ein Dachboden eingezogen wurde, sondern wenn es Häuser sind, die halt, ich sag mal, große Wohnräume haben, die dann auch oben wirklich das Spitzdach von innen erkennen lassen und dann oben nochmal Licht durch solche Fenster reinfällt, das sieht immer richtig majestätisch aus, finde ich. Wunderbar. Die Funktion des Geschwindigkeitsprüfabschnitts greift hier auch. Wir lassen den Zug einfach ausrollen. Es erfolgt hier keine Beeinflussung und keine Überwachung auf 1000 Hertz Basis. Aber jetzt gleich. Erste Bremsstellung und VMAX 40 anpeilen. Die 80 sind schon mal gegeben, okay. Als nächstes geht es durch den Bahnhof von Plön. Als nächstes, Halt erwarten, Weiterfahrt mit VMAX 40. Ein wenig noch die Leistung aufrechterhalten und den Zug allmählich schleppend langsamer werden lassen. Ach, hier steht sicherlich eine Zugüberholung aus, sodass ein Personenzug entgegenkommen kann oder aber auch eine... Nee, eine Zugüberholung wird es dann doch wahrscheinlich nicht, weil es nur ein zweigleisiger Bahnhof ist und der andere Zug gar nicht wüsste, wo er hin sollte. Oh, tatsächlich, wir haben noch freie Fahrt. Dann sind wir wahrscheinlich sogar so pünktlich, dass der Gegenzug erst eingefahren ist. Und auch an der Stelle möchten wir ganz kurz mal den Moment nutzen und diese einzigartige Kulisse auf Bild einfangen.
Richtig cool. Mit dem Gebäude dort im Hintergrund. Scheint irgendein Schloss oder irgendein Berg zu sein, auf dem eine Kirche errichtet wurde. Oder Kathedrale wahrscheinlich eher. Vielleicht auch Dom. Wenn dann Dom. Aber das... Nee, das sieht nicht wirklich wie ein Dom aus. Das könnte ein Schloss sein oder so. Weil dieser Aufgang hier, das ist nicht gerade typisch für eine Kathedrale oder einen Dom. Das sieht wirklich eher so nach einem... Ja, Gutshof ist auch das falsche Wort. Nach wirklich einem Adelsdomizil aus. Also irgendeine Prunkbaute, die sich da wahrscheinlich mal ein Wohlhabender hat hinsetzen lassen. Und zu unserer Linken auch die angekündigte Seenlandschaft. Im Train-Simulator schier unendlich weit. Der Weichenbereich wurde gleich verlassen. Genau. Und dann geht's mit Streckengeschwindigkeit weiter. Gib mir bitte volle Leistung. Im aktuellen Streckenabschnitt darf 90 gefahren werden. Aber die werden wir so schnell nicht erreichen. So, da zieht noch irgendwo ein Quad an uns vorbei. Lustig finde ich es hier auch immer, dass die in die 218 so eine kleine Uhr hier mit eingebaut haben. Sieht immer ein bisschen so aus wie so eine Eieruhr, die man sich irgendwie in die Küche stellen kann, damit man dann bestimmen kann, wenn eben die Eier fertig gekocht sind, daher auch der Name Eieruhr. Nicht, weil er oftmals die Form eines Eis hat. Das war bei meinen Großeltern immer so, die hatten auch so eine Eieruhr, die wirklich in Form eines Eis war und die konntest du halt, ja, auf der horizontalen Achse verdrehen. Da entsprechend die Wegzeit oder die Alarmierungszeit einstellen. Richtig cool, das Teil. Eigentlich müsste ich das Video Kindheitserinnerungen nennen, ne? So viel wie hier heute wiederkommt. Jetzt die Sache noch mit der Eieruhr. Zu Anfang die Geschichte noch. Naja. Und übrigens, da waren wir wieder bei der nächsten Kindheitserinnerung. Die Baureihe 218, und zwar von Pico als Modelllokomotive, war die erste Modellbahnlokomotive, mit der ich so richtig angefangen habe, mit Eisenbahn zu spielen. Das war wirklich so die erste Lokomotive. Die gab es damals in irgendeinem Startset. Mit einem roten, ich glaube eher aus DB Cargo-Wagen, dazu waren, ich glaube, Selta-Wasserwagen. Das war dann auch so ein gedeckter Güterwagen, ich glaube mit einer Schiebewand, möchte ich mich jetzt aber nicht drauf spezifizieren. Und dazu gab es noch einen kleinen Shell-Tankwagen, das weiß ich noch ganz genau. Das war so mein erster Zug. Spannung und Heizstrom, beides abgeschalten. Ah? Nee, ist doch keine LF6-Tafel. Dieses kleine orangene Büschelchen hier unten
sah aus der Ferne aus wie eine LF6-Tafel. Zum Abbremsen. Ja. Können wir auch gleich machen. Ach, wir brauchen ja gar nicht so weit runterbremsen. Nur auf unter 70. Da am ZS3V die Geschwindigkeit von 80 angekündigt wurde, wir aber hier trotzdem eine Beeinflussung per 1000 Hertz Gleismagnet bekommen haben, müssen wir auf die Überwachungsgeschwindigkeit von unter 70 Kilometern sinken, um keine Zwangsbremsung zu erhalten, auch wenn streckenseitig 80 zugelassen sind. Ne? Darauf halt immer schön achten. Das sind eben immer so, ich sag mal, die Fallen der PZB. Und an der Stelle können wir hier auch schon sagen, Fahrtbegriff ist erkennbar und auch, dass wir mit 80 fortfahren dürfen. Also können wir uns auch direkt befreien. Weil hier geht uns sonst am Ende auch wieder ziemlich viel Leistung verloren. Oder Zeit, die wir eben mit Geschwindigkeit hätten rausfahren können. Wieder aufs Abstellgleis oder Überholgleis. Die 80 blinken weiterhin, okay. Das ist aber eigentlich kein richtiges Vorsignal, sondern ein Vorsignal-Wiederholer. Ja, dass der jetzt geblinkt hat, ohne dass wir hier ein richtiges Vorsignal dafür hatten, mit Vorsignaltafel, das ist eigentlich ein bisschen ungewöhnlich. Und dann noch 80 als Streckengeschwindigkeit. Die Fahrdienstleitung an 44,75,2, bitte kommen. 44,75,2 hört. 44,75,2 hört. Läuft ja ganz gut, oder? Ja, rollt ganz gut. Bisher ja. Ich habe mich mal erkundigt, warum wir den Zug nun über die Strecke quetschen müssen. Er ist heute verspätet in Lübeck angekommen und die Fehllastung gewesen. Nun wird er über Kiel, Flensburg und Parkburg umgeleitet, da er nicht mehr auf eine der nächsten Fähren umbucht werden konnte. So ist es aber manchmal. Sag Bescheid, wenn du in Kiel angekommen bist. Ah ja, na gut. Ich melde mich dann. Ja, da haben wir doch just die Fähre verpasst. Wahrscheinlich wäre es für uns mit Scandilines oder einem ähnlichen Fähranbieter dann von Kiel aus sicherlich Richtung Dänemark gegangen oder aber auch auf die entsprechenden anderen oder in die entsprechenden anderen Nordländer. Hinten am Horizont, da ziehen ja die Wolken auch ziemlich schnell vorbei. Wirkt richtig stürmisch. Auch wenn man das hier in der Lokomotive gar nicht so mitbekommt. Und nur damit wir dann hier durch Kiel nicht durchballern, schauen wir mal ganz kurz, wo der Bahnhof kommt. Ach, das sind noch 22 Kilometer. Alles gut. Das schaffen wir ohne Probleme. Wobei ich sagen muss, ich nehme das Video gerade hier um 2 Uhr nachts auf. So ein kleines bisschen Müdigkeit schleicht sich auch in meinen Organismus rein. Aber keine Angst. Die SIFA haben wir aus. Du wächst mich bitte auf, wenn ich einschlafen sollte. Haben wir eigentlich einen Beifahrersitz? Ja, klar. Also bitte einmal an der Schulter rütteln, wenn mir die Augen zufallen. Werden sie nicht, denn dafür quatsche ich viel zu viel. Da wir jetzt sowieso größtenteils freie Bahn vor uns haben,
können wir auch ruhig mal ohne Probleme in die Außenansicht springen und den Zug von da ein wenig beim Vorbeifahren genießen. Sound kommt da nochmal in voller Gänze zum Klang. Klingt wirklich sehr schön. Dieses gleichmäßige Quietsche von den Wagen. Schon irgendwie ein bisschen funny. Na, auf die 100 schaffen wir es nicht. Da müsste es schon richtig bergab gehen, dass die Lokomotive die 100 erreicht. Aktuell dümpeln wir so ein bisschen bei 91 und aufsteigenden Geschwindigkeitswerten umher. Aber so richtig was rauskommt, tut dabei noch nicht. Was Geschwindigkeitsveränderungen anbelangt. Worauf ich jetzt auch noch mal ganz kurz eingehen muss, einfach weil es mir gerade ein bisschen auffällt. Das Problem bei so langen Fahrten, auch im Train-Simulator, kannst du dir natürlich auch als Hobbyspieler merken, wenn du selbst im Train-Simulator zu Hause fahren solltest, davor ruhig nochmal das WC aufsuchen. Beziehungsweise währenddessen nicht allzu viel trinken, weil auch auf einer echten Lokomotive hast du in der Regel nicht die Möglichkeit, irgendwie eine Toilette aufzusuchen. Wenn du halt unterwegs bist auf der Strecke, musst du dann entweder die Gelegenheit nutzen, bei einem haltzeigenden Signal zum Beispiel, dich wirklich beeilen. Das ist eine Möglichkeit, um dann entsprechende, sag mal, Druckminderung zuzulassen. Dabei ist jetzt wirklich sehr, sehr viel Spielraum in gedanklicher Hinsicht übrig. Ja, um halt irgendwie eine Druckminderung hinzubekommen. Oder halt dann irgendwo an einem Bahnhof. Aber dann musst du dich auch in der Regel von der Fahrdienstleitung extra rausziehen lassen. Kostet auch wieder Zeit und ist nicht so wirklich optimal und erstrebenswert. So, die L6-Tafel mit der Kennziffer 10 habe ich gesehen. Muss nicht quittiert werden, weil es ein Geschwindigkeitswert größer 90 ist. Die 50 hier muss natürlich quittiert werden. Tun wir auch. Und auf die bremsen wir jetzt runter. Mir fällt dann immer erst vor Bahnhöfen kurz wieder ein, dass man ja mal zwischenspeichern sollte. Gerade was eben Probleme mit dem Arbeitsspeicher oder so angeht oder Zugriffsverletzungsfehler. Das hat der Train-Simulator mir ja schon einige Male vor die Augen geworfen. Und was halt immer dann schade ist, wenn ihr dann zum Beispiel als Zuschauer das Video nicht sehen könnt. Ich denke mal, du wirst dich dann sicherlich auch ärgern, wenn du halt eigentlich ein Video vorenthalten bekommst, was zum Beispiel schon zu 75% oder ähnlichem fertig war. Weil die Videos wandern dann wirklich nonstop in den Papierkorb bei mir, auf dem Computer. Und weg sind sie. Lässt sich dann auch nicht nochmal irgendwie nachverhandeln, dass man da sagt, man fährt das Szenario neu. Das habe ich einmal bisher jetzt in diesem Jahr gemacht. Das war mit der Baureihe 103 auf der Strecke Freiburg-Basel. Das war der Eurocity nach Tiziano. Genau, das Szenario war so geil, das wollte ich einfach nochmal fahren. Aber ansonsten, wenn da irgendwie eine Zugriffsrechtsverletzung kommt oder ein Speicherfehler oder irgend sowas und es ist halt kein Speicherpunkt,
vorhanden, der irgendwie mindestens 20 Kilometer vor diesem fehlerhaften Ereignis liegt, dann ja, ist da in der Regel auch das Interesse oder die Motivation an dem Szenario vergangen. Aber man fährt das Ganze dann einfach doppelt und man kennt ja schon die Ereignisse. Das ist dann ein bisschen, ja, motivationsraubend. Und auch hier, wenn die Weichenverbindung passiert wurde, mit dem gesamten Zug, darf mit voller Geschwindigkeit der Strecke weitergefahren werden. Bei der Signaltafel von gerade eben handelt es sich nämlich nur um eine, ich sag mal, örtlich temporäre Langsamfahrstelle, eben bis der Weichenbereich durchquert wurde. So, gib Gummi, gib Eisen, gib Diesel. Der Sound. Unglaublich. Unglaublich. Macht immer wieder Freude. Jede Fahrt ein Erlebnis. Ein Erlebnis pur. Die Kabel trommeln auch am Gleisrand. Ein bisschen schlecht verfütterter Schotter auf der Schiene oben. Aber das ist alles auch real. Gerade wenn nachgestopft wird, ein bisschen zu viel Schotter ausgegossen. Oder naja, ausgegossen ist eigentlich der falsche Begriff. Gießen sagt man in der Regel bei irgendwelchen Flüssigkeiten, Flüssigzuständen. Und wenn da zu viel Schotter ausgeschüttet wurde oder ausgelassen, dann schaut das eben auch so aus. Eine richtige Fahrt durch den Dschungel hier. Rechts und links Bäume, Gestrüpp, Sträucher und hohes Gras. Hier geht's jetzt wieder, aber gerade eben im Wald war das schon wieder so ein bisschen der Eindruck, Urwald. Das wäre auch noch cool. Wenn jemand von euch irgendwie eine Strecke kennt, wo es durch den Urwald geht, ob das in Indien ist, ob da irgendwo eine Strecke in Brasilien existiert, für den Train Simulator, das wäre richtig geil. Gerne auch unten dann direkt den Link reinposten. Würde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Hab gerade irgendwie so richtig Lust auf sowas. Ja, wie soll ich sagen, Exotisches. Genau. Hier ist wieder dieses typische Urwald-Feeling. Dieser Flair wird halt erzeugt durch diese Bäume, die die komplette Strecke überspannen, auch wenn sie in dem Fall Birken sind und andere europäische, typisch europäische Bäume. Wobei, was heißt schon typisch europäische Bäume? Bäume, die auf der Nordhalbkugel nicht gerade besonders sind. Hier Freifahrt. Was ist eigentlich deine Lieblingsstrecke im Train Simulator? Und dein Lieblingsfahrzeug? Wenn du eins hast und eine Strecke hast, unten gibt es die Kommentarfunktion. Schreib es mir rein und wenn es genug Zustimmung gibt, dann fahren wir die Strecke oder das Fahrzeug vielleicht auch ein. An der Stelle als Bedingung noch genannt, maximal ein Fahrzeug und maximal eine Strecke. Entscheide dich für die beiden Sachen und nur dann zählt die Stimme.
Das ist jetzt aber ein Bahnhof. Jo. Das sieht auch interessant aus. Dieser Bahnsteig wurde scheinbar auf einer erhöhten Plattform errichtet. So dass man quasi. Schlüpfen wir ganz kurz hier zwischen Lichtraumprofil und Schiene. Genau, man hat diese einzelnen Betonklötze hier hingelegt und dann quasi den Bahnsteig auf einem hohlen Untergrund aufgebaut oder aufgesetzt. Mir fällt sogar gerade noch ein Bahnsteig ein, an dem das auch in echt so ist. Ja. Da muss ich aber zum Beispiel auch wieder sagen, das hat ganz klar den Vorteil, dass wenn zum Beispiel eine Person aus unglücklichen Gründen irgendwie in das Gleis reinstürzt, dass die sich dann durch diesen Schutzraum oder durch diesen Notraum da quasi noch in Sicherheit bringen kann. Weil gerade wenn der nach hinten offen ist, gibt es natürlich unbegrenzte Möglichkeiten, da irgendwie schnellstmöglich aus dem Gefahrenbereich herauszukommen. Als korrekte Bezeichnung da auf Notbuchten gepokert. Das klingt ein bisschen zu sehr nach Straßenverkehr. Bei der Bahn ist es ja grundsätzlich so, die wollen sich von allen anderen Sachen profilieren und abheben. Da gibt es für alles andere Begriffe. Auch der Begriff Lokführer ist ja schon lange aus dem Trend. Wobei im Trend schon noch, fälschlicherweise. Mittlerweile heißt es ja Triebfahrzeugführer. Und ja, auch ich benutze den Begriff Lokführer sehr, sehr, sehr gerne in den Videos. Immer wieder auch mit der Anmerkung, dass es eigentlich Triebfahrzeugführer heißt. Weiß-rot-weißes Mastschild und gelber Pfeil. Ein typisches KS-Signal mit Vorsignalfunktion. Oh, nur noch 3 Kilometer. Dann müssen wir nochmal definitiv in die Außenansicht springen. Das kann ich jetzt nicht hier auf mir beharren lassen, dass wir ohne noch einmal in die Außenansicht gegangen zu sein, das Video hier beenden müssen. Weil in spätestens roundabout 3 Kilometern müssen wir das tun. Da ist einfach die Strecke zu Ende. Da geht's für uns nicht weiter. Auf jeden Fall hat es mir eine riesige Freude schon mal bis hierher gemacht und wird es mir auch in den letzten Metern. Gemeinsam mit dir diese Strecke zwischen Kiel und Lübeck zu befahren. Und zwar in voller Gänze. Wenn dir das Video genauso gut gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Das ist nämlich immer die eigentlich größte Wertschätzung, die du mir hier auch mit auf kostenlosem Wege entgegenbringen kannst. Freue ich mich immer wirklich sehr darüber. Gerade auch was Kommentare angeht. Nimm dir ruhig mal diese 1 Minute Zeit. Schreib kurz mal was drunter, was dir gefallen hat. Das ist für mich einfach auch eine positive Belobigung, die mir auch irgendwo, Kraft gibt, was halt das Produzieren von neuen Videos angeht. Weil das Ganze erfolgt natürlich ohne irgendwelche Bezahlung in der Hinsicht, dass man hier kostenpflichtig Videos erwerben muss und so wird es auch immer bleiben. Also die Videos werden hier im Rahmen meiner Möglichkeiten möglichst lange kostenlos bereitgestellt werden. Ich denke auch nicht, dass ich das irgendwie ändern werde in Zukunft. Ja, und wie gesagt, ich freue mich da über jeden Kommentar, der unter dem Video drunter steht, der positiv gemeint ist. Gerne auch positive Kritik, sinnvolle Kritik, die halt, wertschöpfend ist.
weil es gibt halt auch immer ungerechtfertigte Kritik, die erkennt man auch mittlerweile, oder zumindest nach einigen anderen Formen der Kritik. Also konstruktive Kritik ist jederzeit erwünscht, so viel sage ich dazu. An der Stelle auch wieder im Hinterkopf behalten, das Ganze ist ein Simulator, das Ganze ist auf spielerischer Basis. Ich versuche die Regeln des Eisenbahnverkehrs in einem, sagen wir mal, begrenzten Maße hier anzuwenden. Alles lässt sich nicht anwenden und es wäre auch an manchen Stellen wirklich unsinnig, das Ganze so durchzuziehen wie in Realität. Aber wie gesagt, im Rahmen meiner Möglichkeiten halte ich mich daran. Ja, und natürlich, wenn du es noch nicht getan hast, den Kanal abonnieren. Da spricht nichts dagegen. Das Ganze geht kostenlos. Das Einzige, was du benötigst, ist eben ein Google-Account und ein entsprechendes Verlinkungsprofil zu YouTube. Dann wirst du nämlich auch jedes Mal über neue Videos benachrichtigt, insofern du die kleine Glocke neben dem Abonnieren-Knöpfchen angedrückt hast. Ich freue mich sehr darüber, dich wiederzusehen. Egal ob im Train Simulator, im Train Sim World oder in Zusi, ganz gleich wo. Und ja, in diesem Sinne sage ich danke fürs Zusehen, wünsche allzeit gute Fahrt, starte auch gerne der Webseite www.thinknewflynew.de einen kurzen Besuch ab. Und ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich heute von dir, sage tschüss, bis zum nächsten Mal und allzeit gute Fahrt.